HR-Transporte. SVS Power Tool. Preußen Münster gegen den SV Sandhausen. In der zweiten Halbzeit musste der SVS nochmal zittern. Der Münster steht es 1:1. Wir haben vor 5 Minuten den Ausgleich hinnehmen müssen. Ja, ich weiß auch nicht, was mit unserer Mannschaft los ist. In der zweiten Halbzeit sind sie doch nicht mehr so konzentriert. Doch 2-3 Chancen jetzt für den Münsteraner. Ich weiß auch nicht, was gestern der Mannschaft gesagt hat in der Pause, ob sie den Gang zurückschalten sollen. Aber das wissen wir ja, das kann nie gut gehen. Deswegen steht es hier auch verdientermaßen 1:1. Ja, in der 55. Minute war es Björn Kluff, der den Ausgleich erzielen konnte. Und noch 2 Minuten später oder 3 Minuten später nochmal eine dicke Chance für Björn Kluff. Aber da war Torhüter Daniel Ischler auf der Höhe und hat zur Ecke klären können. Ja, jetzt steht es 1:1. Tor in Regensburg. Ich darf den Jochim Imt unterbrechen. Regensburg gegen Chemnitz. Neuer Spielstand, 63 Minuten gespielt, 1:0. Weiter mit dir, Jochen. Ja, das läuft natürlich im SV Sandhausen jetzt in die Karten. Wenn Regensburg gewinnt und Burghausen keinen Punkt holt, dann können wir hier auch verlieren und sind aufgestiegen. Aber das hoffen wir natürlich hier nicht. Wir glauben noch an unsere Mannschaft. Wir hoffen, dass wir hier den Siegtreffer erzielen können. Ja, 62 Minuten hier gespielt, nach wie vor 1:1. Und wir sind natürlich in ein paar Minuten wieder live hier in Münster. Tor in Münster. Ja, Michael, ich lehne mich jetzt ganz weit aus. Ich kann sagen, das war der Treffer für die zweite Liga. Tim Danneberg macht das 2:1 für den SV Sandhausen. Freistoß von der halbrechten Seite. Roberto Pinto flankt in den Strafraum. Fischern war es, glaube ich, mit dem Kopf legt nach außen ab. Und dann kommt einfach mal der Tim Danneberg aus, so 10, 12 Metern. Und haut Wolle drauf, unhaltbar für den Torhüter der Münsteraner zum 2:1 für den SV Sandhausen. Und natürlich alle stürmen auf Tim Danneberg zu. Jubel feiert, hier ist alles gebrochen für den SV Sandhausen. Noch 4 Minuten zu spielen hier und der SV Sandhausen führt 2:1. Aber wir können hier wirklich vom Glück sprechen, dass wir führen und nicht zurückliegen bzw. maximal den Ausgleich geschafft haben. Weil Preußen Münster doch in der zweiten Halbzeit deutlich stärker. Sandhausen 30, 35 Minuten im zweiten Durchgang komplett von der Rolle. Also 1-2 Tore hätten fallen können für die Gastgeber. Aber da haben wir das Glück des Tüchtigen und es blieb beim 1:1 nur. Und dann war es jetzt vor 2 Minuten Tim Danneberg mit einem Wolleschuss zum 2:1 für Sandhausen. Jetzt läuft also optimal. Wir sind noch 4 Minuten zu spielen. Ich gehe noch mal ganz kurz zu dir zurück ins Studio. Und wir sind gleich live hier mit dem Schlusstest in Münster. Hier laufen auch die letzten Sekunden. Ich weiß nicht, was der Schiedsrichter nachspielen lässt, aber es läuft die letzte Minute. Und am Spielfeldrand stehen schon die Ersatzspieler und der Manager rund um Trainer Ketzer. Die haben sich schon das Aufstiegs-T-Shirt über das 2:1 aufgebahrt. Genau so ist es, das Tag aus, was im Moment hier abläuft. Man ist was Sandhaus, ein Traum wird wahr. Wir steigen in die zweite Liga auf, 1 Minuten. Ich habe das jetzt gerade etwas durcheinander gemacht, aber in der Hitze des Spiels kann das passieren. Also 3 Minuten trennen uns noch von der zweiten Liga. Und da wirst du hier jetzt nicht mehr antrennen. Auf den anderen Plätzen läuft es ja auch optimal für uns. Also was will man mehr? Aber wir versuchen natürlich hier das 2:1 über die Zeit zu retten. Ja, Tim Danneberg, der große Gewinner der letzten 2 Spiele. Mit 3 Toren hat er den SV Sandhausen mehr oder weniger jetzt in die zweite Liga geschossen. Jetzt nochmal der Rand über die rechte Seite. Roberto Pinto versucht sich an Glöding im Doppelpass zu spielen. Das klappt nicht ganz. Einwurf für Günther van Löding, den Ball ins Ausgeschlagen. Ja, der hat heute nicht so ein Spiel gefunden, wie sonst auch. Aber er hat immer 2 Leute auf sich gezogen. Und es war immer mal Platz für den einen oder anderen SV-Spieler, um eine gefährliche Aktion voranzutreiben. Ja, nochmal. Jochem, ich darf dich ganz kurz einmal unterbrechen. Es ist ein Tor gefallen in Burghausen, Wacker Burghausen gegen Offenbach, 2:3. Weiter mit dir. Ja, das läuft natürlich immer besser für uns, aber wir müssen nicht auf uns schauen, nicht auf die anderen schauen, wir schauen nur auf uns. Jetzt nochmal 2 Schuss für Münster, Ball vom Innenstrafraum, aber kann abgewehrt werden. Ja, zum Einwurf jetzt in der Hälfte ist etwas anderes für Münster. Wahrscheinlich so der letzte Angriff, noch eine Minute etwa, schätze ich jetzt zu spielen sein.
Schiedsrichter. Thomas hat eben gerade nochmal auf die Uhr geschaut, was ein Stellist angibt. Nochmal für die Grünen, aber noch keine Gefahr für den SV Sandhausen. Es sieht gut aus. Der Ball läuft nochmal hin drum. Ein Schuss aus zweiter Reihe, ja, über das Tor. Da der Licht und das jubelt schon. Jetzt treibt seine Mannen an. Auf, Jungs, geht alles. Der letzte Abschlag wahrscheinlich in der Partie. Und dann heißt es nur noch rennen, feiern, schreien, tanzen, singen. Dann jetzt der Aufstieg gefeiert beim SV Sandhausen. An der Torauslinie stehen alle, die ganze Reservebank des Vorstandschaft, alle mit den schwarzen T-Shirts, mit dem weißen Aufdruck. Ein Traum wird wahr. 3-4 Kamerateams stehen außenrum, wollen natürlich diesen Moment einfangen für das Fernsehen. Diese Jugendlichen, die jetzt gleich hier ausbrechen werden im Preußenstadion. Aber wir haben ein paar Sekunden und dann haben wir es geschafft, noch lange nicht für den Eschers Sandhaus. Aber die Nüsteraner können abwehren über den Torhüter. Der Ball nochmal in die Mitte geschlagen. Oh, nochmal ein Angriff. Aber der andere ist sogar aus dem Tor. Und der eine kann vor der Nummer 14 klären. Und jetzt auch noch eine Rangelei hier zu Huldart zu zählen. Ja, wenn der Torhüter angegangen wird, dann verstehen die Spieler keinen Spaß. Und hier nochmal eine Rangelei. Das muss es auch nicht sein. Aber Daniel Wichterer bleibt im Moment verletzt auf dem Boden liegen. Er hat noch einen Tritt in den Magen, so wie es ausschaut, bekommen. Und da sind natürlich die Abwehrspieler sofort etwas hochgegangen, haben den Angreifer, die Nummer 14, was glaube ich, Martin König, noch mal etwas zurechtgewiesen. Aber Daniel Ischner sitzt schon wieder. Also keine Gefahr für unseren Torhüter. Auch ein Garant für den Aufstieg. Er hat uns einige Punkte gerettet mit seiner Leistung, mit seiner Erfahrung. Und er lässt sich natürlich jetzt beißen. Ja, die Münsteraner beißen, aber Einsatz war natürlich auch nicht korrekt. Und natürlich ist es Freistoß für den SV Sandhausen. Das wird die letzte Aktion sein hier im Stadion. Die ganze Reservebank steht schon an der Linie. Die kennt die Helfig mehr. Die stürmen jetzt gleich das Feld. Und gleich hat der SV Sandhausen den Aufstieg in die zweite Liga geschafft. Und nächstes Jahr kommen Teams wie Kaiserslautern, wie 60 München, wie Dynamo Dresden. Ja, alle nach Sandhausen. Und wir sind dann natürlich auch wieder dabei. So, Abschlag für Daniel Ischner hat der Ball hoch in der Luft. Schiedsrichter schaut auf die Uhr, nimmt die Waffe und das war's! Abpfiff, Sandhaus gewinnt 2-1. Das ist die zweite Liga. Das war Juri Jürgen hier live aus Münster. HR-Transporte. Schnell. Unsere Auftragsannahme ist täglich 24 Stunden für Sie verfügbar. Besonders. Gefahrgutbeförderung, Just-in-Time-Lieferung. Lager. Umschlag, Kommissionierung, Verpackung, Versand. Service. Nutzen Sie unsere LKW-Waschanlage unterm Sand 11 in Leimen-Sandilgen. Unsere Fahrzeuge sind täglich 24 Stunden für Sie unterwegs. hrt-gmbh.de